Willkommen auf meinem Kanal bei einem neuen Video. Demnächst starte ich eine mehrtägige Tour und diese werde ich diesmal mit dem Nazeg machen. Und heute möchte ich versuchen, alles, was ich so mitbrauche, im Nazeg zu verstauen und sehen, ob ich genug Platz habe bzw. ob ich noch etwas Restplatz habe. Paddel, Schwimmweste sind eh klar. Dann habe ich für Tage, sollte es einmal regnen, einen leichten Halbtrockenen mit. Hier habe ich mein Zelt, meine Matte und meinen Schlafsack. Dann in diesem Sack ist meine Wechselwäsche. Hier drin ist ein Jogger für den Abend, Unterwäsche, einige T-Shirts und eine zweite kurze Hose. Die werde ich anhaben. Hier kann ich auch die Beine abzippen, also so habe ich eine lange und eine kurze Hose. Und ganz unten ist noch eine Jeans für das Abendessen nach der Tour. Hier drüben habe ich auch noch eine warme Weste und eine zweite lange Hose. Dann mein 10 Liter Wassersack, ein Notfallradio zum Kurbeln, meinen Trangia, Abfallbeutel, meine Bialetti. Hier drin ja, eine Stirnlampe, ein Teller, Mückenspray, Sonnenöl, eine Tasse, Kaffee, zwei kleine Powerbanks mit jeweils 12.000 mAh. So kann ich mein Handy einige Male aufladen. Hier drin habe ich einige Suppen und Fertiggerichte für den Notfall, falls ich mit dem, was ich hergerichtet habe, nicht auskomme. Den größten Teil macht eigentlich mein Essen aus, wobei ich hauptsächlich Trockennahrung verwendet, die ich selbst getrocknet habe. Das hier ist zum Beispiel eine Bolognese-Sauce, jeweils mit Fleisch. Dann habe ich auch noch zwei gemacht mit Gemüse. Zweimal habe ich auch Hühnergyros mit, ebenfalls selbst getrocknet. Und einmal Gyros mit Gemüse. Dann ist da drin Reis, Spätzle, einmal Würstchen in Saft in der Dose, zweimal Thunfisch, Nudeln und natürlich nicht vergessen zweimal Kaiserschmarrn, jeweils 4 Portionen. Also das heißt, das Essen sollte ausreichend sein. In den Wassersack passen 10 Liter. Dazu nehme ich aber noch 4x 1,5 Liter Flaschen mit. Also das heißt, ich habe dann 16 Liter Wasser mit. Das sollte eigentlich reichen. Ansonsten ist es kein Problem. Wasser kann man ja zwischendurch irgendwo nachkaufen. Das ist ja nicht so das größte Problem. Den Trangia habe ich ja bereits erwähnt. Hier habe ich noch einen Teller, einen Göffel und mein großes Opinel. Das reicht mir eigentlich. Sehr wichtig ist Kaffee bei mir. Diesmal nehme ich die Bialetti mit. Aber das variiert auch immer wieder. Und jetzt werde ich versuchen, das alles ins Boot zu bekommen. Ich
habe übrigens für 5 Tage komplett zum Essen mit, plus die Fertignahrung in den Beuteln. Also das heißt, im schlimmsten Fall könnte ich sicher 8 Tage ohne irgendetwas aushalten. Ich müsste nur Wasser aus dem Fluss entnehmen. Oder? Ich müsste höchstwahrscheinlich nur etwas Wasser nachholen. Das ist aber auch abhängig, wie die Temperaturen sind. Denn wenn es sehr heiß ist, brauche ich natürlich viel mehr Wasser zum Trinken, als wenn es kälter ist. In den vorderen Teil kommen die Übernachtungssachen hinein. Zelt, Schlafsack kommen wir mal hier rein. Der Wäsche kommt noch hier dazu. Ich lasse die Luft immer raus, roll das trotzdem dann recht locker, so kann ich das bewegen. Und man sieht hier, zur Not würde ich noch etwas hier reinbringen. Und der Rest kommt ins Heck. Dann hier. Das restliche, die restliche Kleidung. Der größte Sack mit dem Essen. Hier noch etwas Licht rauslassen. Kleinkram, Notfallradio, Tränke, Müllbeutel, WC-Papier, Küchenrolle, ist ein Blatt runtergegangen. So, jetzt habe ich noch genug Platz und noch 2 Beutel hier reinzustopfen. Der Trinkbeutel kommt vorne hin. Ja, und man sieht, das ist alles problemlos zu verstauen. Und hier gibt es sogar noch etwas Platz für kleinere Sachen. Dann ist ja auch noch hier die Tagesluke. In diese Tagesluke passen auch noch einige kleine Sachen rein, also eine Trinkflasche und Snack für den Tag. Man sieht also, es ist absolut kein Problem, mit diesem Boot auf eine Mehrtagestour zu gehen und einiges an Gepäck unterzubringen. Ich werde auch einen Bootswagen mitnehmen, darum brauche ich auch keinen Sessel. Den Bootswagen werde ich hier hinten per Expander befestigen.
Und somit habe ich auch gleich eine Sitzgelegenheit. Das war es dann auch schon für dieses Video. Ich hoffe, ich habe jetzt einigen einen Gefallen getan, denn ich bin öfters gefragt worden, wie viel da hineinpasst in den Nazec. Und hoffe, dass ich jetzt eure Neugierde gestillt habe. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video.